Ja, ich bin zufällig zum Fernsehen gekommen, habe mich aber bewusst dafür entschieden. Also natürlich, es gibt Bilder, die mache ich nur für die Kamera. Warum soll man immer sagen, oh, bravo, 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 bravo? So, warum kann man nicht sagen, ja, ist halt zu wenig Salz? Also ich provoziere und beleidige nur Menschen, die ich mag. Herzlich willkommen zum 10. Fernsehsalon der Deutschen Kinemathek. Schön, dass Sie da sind, Tim Mälzer. Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Also ich kann auch gleich sagen, warum ich die Einladung angenommen habe, weil ich gedacht habe, ich bin es wert, in einem Museum sozusagen ausgestellt, respektive besprochen zu werden. Ich hätte es mir nicht anders vorgestellt. Wir wissen ja schon von Ihnen, dass Sie es relativ hoch gerne haben. Ja, absolut. So. Und ich will auch überhaupt nicht widersprechen. Und ich glaube wirklich, dass Sie mir vielleicht eine Frage beantworten können, die ich mir immer die ganze Zeit stelle, nämlich wie kann das sein, dass ich so gerne Kochshows gucke, obwohl ich ja die Produkte, die da gezeigt werden, weder schmecken noch riechen kann und das Fernsehen eigentlich dafür ja gar nicht so gut ist. Also ich gucke meine Kochshow wahnsinnig gerne, weil ich mir sehr gut gefalle. Gucken Sie die dann live, ja? Aber ich finde ja immer diese Antwort immer so ganz schlimm von Leuten, die in den Medien tätig sind, die dann sagen, ja, ich habe gar keinen Fernseher, weil das kann ich mir gar nicht antun. Wo ich sage, wenn du es nicht mal guckst, für was du selber tust, wie kannst du denn wirklich gut sein in dem, weil du weißt ja gar nicht, für wen du arbeitest oder was du besser machen kannst. Womit wir beim Thema wären. Ja. Ich habe mich gefragt, wenn wir Sie jetzt insertieren, als was würden Sie sich denn gerne selber bezeichnen? Ist das jetzt der Gastronom, der Unternehmer, der Fernsehkoch? Was ist da so am Anfang? Also grundsätzlich finde ich auch ganz gut, wenn solche Sachen mal ein bisschen humoristisch angegangen werden und nicht irgendwie, also ich finde zum Beispiel jetzt so, Starkoch ist ein unfassbar dummer Begriff. Welchen ich für mich sehr gerne mag, ist Fernsehen-Starkoch. Ne, okay, das machen wir natürlich jetzt. Ne? So, also Fern mit dem N ganz wichtig. Ne? Ja, Fernsehen-Starkoch. Genau. Ich meine, ich finde wirklich auch das beeindruckend, dass Sie 200 Mitarbeiter haben, mehrere Restaurants haben. Sie sind ja wirklich auch ein Unternehmer. Und während der Corona-Krise haben Sie ja auch so die Stimme der Gastronomie auch eigentlich verkörpert. Ja, finde ich ganz schlimm, den Begriff. Aber ja, okay, ja, wir können es gerne anders ausdrücken. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es auch für viele Leute, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, ja auch wichtig und gut war, was Sie da gemacht haben. Mhm. Und deswegen habe ich mich gefragt, halt, ist der Fernsehkoch so aus Versehen gekommen und was man mitnimmt in der Selbstwahrnehmung? Oder ist es irgendwie schon etwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist doch ein großer Teil meines Lebens und auch vielleicht meines Bankkontos? Fragen Sie sich jetzt oder mich? Sie. Also, ich habe letztlich gerade gesagt, Sie fragen mich. Also, ja, frage mich und damit auch Sie. Ja, ich bin zufällig zum Fernsehen gekommen, habe mich aber bewusst dafür entschieden. Und wenn ich sage jetzt so kritisch, ich war die Stimme der Gastronomie, nein, ich war nur die Stimme, die man gehört hat. Ja. Und es ist halt einfach manchmal für und so funktioniert ja auch, so funktionieren ja auch Medien, es ist manchmal interessanter, in diesem Falle, was ein Tim Mälzer sagt, als wenn ein Herr Müller das sagt. Wobei die Aussage absolut dieselbe Kernkompetenz hat und man hat mir halt zugehört, man hat mir das Gehör gegeben. Naja. Und das habe ich dann in dem Rahmen wirklich auch dafür genutzt, sozusagen laut zu sein für meine Kollegen, weil natürlich deren Herausforderungen noch ganz andere waren als die meinigen. So, da ich ja einfach das Unternehmen habe, das ich habe, ich habe meine Nebeneinkünfte, meine Existenz war anders gefährdet, auf sehr hohem Niveau. Das hohe Niveau war gefährdet, aber meine Überlebensexistenz war nicht gefährdet, was aber eben für viele meiner Kollegen ganz anders aussah. Ja. Bloß wenn die gesagt haben, ja, hilf mir, hilf mir, hilf mir, dann hat man gesagt... Das konnten Sie halt nicht bei Markus Lanz sagen. Exakt. Ich versuche neben dem Unterhalter, auch ein sehr guter Chef oder ein Unternehmer zu sein und trage dort auch eine Verantwortung. Ich verlange viel von meinen Mitarbeitern, aber das ist halt ein Wechselspiel. In der Krise muss ich auch viel geben. Mhm. Und das war eine Rolle, in der ich mich relativ wohl gefühlt habe, weil ich auch keine Angst hatte. Sie haben ja auch einmal bei Lanz wirklich eine Minute gebraucht, um sich noch mal so zu besinnen, was Hubertus Heil da gesagt hat. Das war relativ am Anfang der Pandemie, wo Hubertus Heil, der Arbeitsminister, sagte, so, das wird jetzt hier noch länger dauern mit den Kurzarbeiten und so. Und man konnte so wirklich auch in ihrem Gesicht sehen, dass sie das jetzt mal verarbeiten. Und sie haben es auch so gesagt, dass es eben nicht um sie dabei geht. Sie haben gerade selber gesagt, bei ihnen geht es ums Niveau dessen, wie gut es ihnen geht. Und das fand ich sehr authentisch und sehr selten im Fernsehen eigentlich. Ich hatte meinen Mitarbeitern wirklich ein Versprechen gegeben, dass wir gemeinsam durch die Krise gehen. Und ich hatte mir dann natürlich auch einen Plan hingelegt und der ist in dem Moment pulverisiert worden. Mhm. Und ich gebe wenig Versprechen, ganz wenig in meinem Leben. Ich finde das immer schwierig. Ich sage, ich gebe mir größte Mühe. Da habe ich aber ein Versprechen gegeben. Und da war mir Angst drum, ob ich mein Versprechen meiner großen Fresse auch wirklich Taten folgen lassen kann. Und ich glaube, das war für alle Beteiligten, da war ich weder der Koch, noch war ich der Fernsehstar, noch war ich da war ich einfach ein Mensch,
was vorher eine Zahl war, was ein anonymes Schicksal war, was sichtbar wurde. Und da haben alle in dem Moment, glaube ich, ganz toll miteinander agiert. Also da. Ja. Wir haben hier so eine kleine Tradition, dass wir jetzt eigentlich, damit ich nicht so viel über den Gast erzählen muss, uns jemanden suchen, der den Gast besser kennt als ich. Wir haben ja einen Freund von Ihnen, der ein bisschen über Sie spricht. Ich bin gespannt drauf. Ja, lieber Tim, du bist heute zu Gast im Deutschen Museum für Film und Fernsehen. Und jetzt wahrscheinlich könnte ich sagen, was willst du eigentlich da? Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich so sehr, dass man dich dorthin eingeladen hat, denn wenn jemand sich in diesem Geschäft besonders gut auskennt, dann glaube ich, bist du das. Du weißt ja sehr, wie sehr ich dich schätze. Du weißt aber auch, wie dankbar ich bin, dass ich von dir lernen durfte, dass man im Fernsehen auch manchmal Dinge sagen darf, die nicht ganz so normal sind im Umgang mit anderen Menschen. Aber das hat uns, glaube ich, alle sehr geprägt. Das Fernsehen ist lockerer geworden. Das Kochen, ja, das hat eine andere Dimension angenommen. Und ich glaube, wir alle zusammen können stolz auf uns sein, dass wir etwas geschaffen haben, nämlich zunächst mal Kochen salonfähig zu machen. Das heißt, früher stand ein Schild vor der Tür, hier kocht der Chef. Heute sagt man, ich gehe zum Tim Mälzer und ich gehe zu Johann Lafer. Ich glaube, das ist etwas Besonderes, was wir geschaffen haben. Ich wünsche dir nun jetzt bei dem Gespräch oder überhaupt an diesem Tag heute in Berlin viel Freude. Ich freue mich sehr, dich bald wiederzusehen in Hamburg, vielleicht demnächst bei einer der Veranstaltungen. Ansonsten, mein Freund, bleib gesund. Ich danke dir für alles und noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, schönes Kachelmuster, ne? Ja. Ja, also Jonas ist in der Tat ein Freund und auch insbesondere mein medialer Weg ist eng mit auch Johann verbunden. Und ich habe halt eine Art und Weise, jemandem Respekt zu zeigen, indem ich ihn auch etwas forscher angehe manchmal. Und ich kann mich auch an unser erstes Zusammentreffen sehr gut erinnern. Das war im Rahmen einer Kochsendung, die stattgefunden hat. Kerners Köche hieß das. Kerner kocht am Anfang. So. Und ich war halt der Halotri. Ich habe 5 Minuten zu Fuß von dem Studio gewohnt irgendwie. Und ich bin dann halt von zu Hause vom Sofa runter, hatte meine Plastiktüte mit, ich weiß nicht, eine Kochjacke habe ich, glaube ich, gar nicht getragen, aber ich hatte eine Plastiktüte dabei. Und Johann Lafer kam gerade vom Flughafen mit seinem Rollkoffer und er hat vakuumierte Kochjacken. Also praktisch Kochjacken, die sind hochgradig gestärkt, zusammengelegt. Und dann werden sie an eine Plastiktüte gelegt, an einen Kunststoffmantel. Und dann wird die Luft rausgezogen, damit sie weniger Falten wirft. So, und das ist so unser Zusammentreffen gewesen. Das habe ich natürlich genusslich ausgeweitet und habe mich darüber lustig gemacht. Plus, dass er für mich wirklich die bekannteste und beliebteste Rotzbremse in Deutschland ist. Also mit dem Schnurrbart. Wir sind stilistisch so weit auseinander. Ja. Er hat immer so ein bisschen irgendwas. Er hat große Fernsehgeschichte geschrieben für mich im ZDF, als er das Rückgrat hatte. Ein Mettbrötchen in einer Kochsendung zuzubereiten und das auch noch ernsthaft als kulinarische Höchstleistung zu verkaufen. Hätte auch von Ihnen sein können. Ich habe mir das dann zum Beispiel genommen, ja, und habe dann hab gesagt, ja, mit so wenig kann man doch eine ganze Menge anfangen. Aber er war eben auch eine ganz große Stütze, als es mir auch aufgrund von der Tätigkeit in den Medien nicht ganz so gut ging. Also wo ich Die hatten 2006 einen Burnout. Genau, unser allgemeiner Begriff. Ja. Und da war ich relativ orientierungslos, wusste gar nichts mit der Situation anzufangen, wer ich bin, wo ich bin, kulinarisch, sportlich, all diese ganzen Sachen. Das kann ich schon sehr gut einschätzen, wo ich bin. Aber welche Rolle spielt man in den Medien? Welche Rolle spielt die Medien in dem eigenen Leben? Das sind schon große Herausforderungen, dann gepaart mit brutal viel Arbeit, brutal viel Feiern auch, dass man dann irgendwann in einen kompletten Erschöpfungszustand geraten ist. Und da war er eine große Stütze und hat den Tank wieder vollgemacht. Lustigerweise ist es so, dass Johann Lafer sagt, Sie haben das Fernsehkochen revolutioniert und Sie sagen, Johann Lafer hat es gemacht. Nee, ich habe es revolutioniert, aber er hat es aufgebaut. Ah ja, okay. Also das ist schon, also das, da, bin, ist ich, dann da, schon der da bin ich seiner Meinung. Also ja. Ohne mich wären wir den Weg nicht gegangen. Ja. Nein, aber das ist eine Bühne vorbereitet worden, dass überhaupt Köche im Fernsehen waren. Das sind also die. Wir reden jetzt von den 90er Jahren Ihrer Meinung nach, oder ich meine, es gibt ja Köche im Fernsehen seit Clemens Wilmenroth.
Und dann Max Inzinger bei der Drehscheibe, das ist so mein erster. Den habe ich zum Beispiel jetzt, gar nicht wahrgenommen. Ist, ja. Clemens Wilmroth, die Geschichte auch, weil ich finde, die hat viel Ähnlichkeiten mit meinem Leben. Außer, dass ich mir nicht den Kopf wegpusten möchte. Also, und außer Sie sind eben kein Schauspieler, sondern Sie haben das schon gelernt mit dem Hacken. Das ist aber, ich sag mal, eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt wird, ob ich überhaupt kochen gelernt hätte, so wie ich koche. Also das ist auch, ob ich wirklich Koch bin und ob ich das wirklich gelernt hätte. Also Clemens Wilmroth ist meines Erachtens der erste Fernsehkoch, den wir in Deutschland hatten. Ja, im Westen, im Osten gab es auch noch Karl Demmer. Im DDR-Fernsehen. Okay, gut, das habe ich damals noch nicht empfangen. Ja, genau. Aber ich habe auch Wilmroth nicht live erlebt, aber ich habe natürlich die Geschichten mitbekommen. So. Aber er war halt Schauspieler, das ist eben das Gute daran. Ne? Ich meine, na gut, aber das sind wir alle. Ich meine, ganz ehrlich, wir Fernsehköche, wir machen das, was Tausende, Millionen, also Millionen von Menschen jeden Tag irgendwie machen, nur wir machen das zum Ereignis. Und das ist halt auch die große Kunst, warum es auch gut ist, dass es so viele verschiedene Köche gibt. Ich bin nicht der Meinung, dass es so viele gibt, weil jeder hat eine eigene Form der Didaktik. Und meine Didaktik war immer, fahr das Komplexe so weit runter, dass wir sämtliche Hemmschwellen verlieren und uns in diesen Käfig Kulinarik des selber Kochens wirklich hineintrauen. Andere haben gesagt, sie setzen das Niveau so hoch, um im Feuilleton sozusagen komplexer und tiefsinniger und philosophischer rüberzukommen. Und so hat halt jeder seine Geschichte. Und für Ihre haben wir uns jetzt einen Ausschnitt zurechtgelegt. Aha. Und zwar die erste Folge, die erste ausgestrahlte Folge, muss man ja dazu sagen. Wirklich? Von Schmeckt nicht. Ich dreh durch. Ja. Wissen es ist, Sie, dass ja, es gibt es aber leider nicht die mit dem Kasslerbraten im Brot. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, weil ich habe diese Sendung nie gesehen. Ja, also, ich kenne, das ist für mich Premiere, ich kenne meine ersten 10 Sendungen, kenne ich nicht. Also herzlichen Dank an RTL, dass wir das heute Abend hier zeigen dürfen. Das da war, schauen da wir jetzt mal, wir noch mal ab, ob ich mich dafür bedanke. Hallo, ich bin Tim Melzer und ich zeige Ihnen, wie man mit viel Fantasie und wenig Zutaten Tolles kochen kann. Heute machen wir Involtini vom Huhn mit Ziegenkäse und gebackener Rote Beete. Die Methode, die ich heute anwende, um die Rote Beete zuzubereiten, ist unglaublich einfach. Kochen soll nicht immer einheitlich ablaufen. Das ist einfach jetzt nur ein Vorschlag von mir, diese Rote Beete mit Rosmarin, Lorbeer und Zitrone zu machen. Sie können aber ruhig mal ein bisschen rumexperimentieren. Nehmen Sie statt Rosmarin, Thymian, ein bisschen Koriander, die Zitrone austauschen durch Orange. Den Knoblauch würde ich immer drin lassen, weil es gibt dem Ganzen noch ein rundes Gesicht. Und wichtig ist nur, wenn Sie Säure machen, fügen Sie eine Prise Zucker dazu. So, und das Ganze jetzt wie ein Geschenkpaket einpacken. Das können einige Leute bestimmt hübscher als ich, aber ich lasse auch die Weihnachtsgeschenke immer von anderen Leuten einpacken, weil ich da komplett unbegabt bin. So, jetzt nehme ich mir das Paket. Und jetzt für gute 20 Minuten, 25 Minuten in den Ofen. Wenn Sie sich selber nicht ganz sicher sind, einfach ausprobieren, das Paket kurz aufpacken, mit dem Messer reinstechen. Wenn das Wurzelgemüse sich vom Messer löst, ist es gar. Wenn Sie sich selber nicht trauen, einfach 5 Minuten länger drin lassen. Irgendwann passt's. Krass! Können Sie sich an den Mann noch erinnern? Also, das runde Gesicht habe ich jetzt. Ne? Aber ein paar Kilos sind dazugekommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das die erste Sendung ist. Also ich habe extra nach der ersten Sendung gefragt. Und es gibt ja die Geschichte, dass Sie bei der ersten Aufzeichnung versucht haben, dieses Kassler in Brotteig zu machen. Das war die erste Aufzeichnung. Genau. Und ich wollte natürlich gerne Kassler im Brotteig haben, weil Sie sehr schön davon erzählt haben, dass das nicht so richtig gut gelaufen ist. Keine Frage. Ja, aber das, uns wurde dann eben gesagt, das ist die erste, die ausgestrahlt worden ist. Und das macht man ja auch häufig, dass man erst mal so ein paar Mal übt und dann nicht die erste zeigt. Was heißt üben? Ich sag, also wenn das meine erste Sendung ist, da bin ich ja brillant. Das ist ja auch nicht die erste, die Sie aufgezeichnet haben. Ich habe eine ganz andere Erinnerung. Ich habe Fernsehen gehasst wie die Pest. Also man muss sich das vorstellen, wir saßen in einem Studio, einem Fotostudio eigentlich. Da war weit entfernt vom Fernsehstudio. Da hatte auch nichts, also gar nichts. Da war die Küche irgendwie reingezimmert. Und dann hatte ich Marisol von Appen, meinetwegen hat sie aufgehört mit Fernsehen. Das tut mir wirklich bis heute leid, hat aber trotzdem hat einen sehr guten anderen Weg gefunden. Redakteurin. Realisateurin, Produzentin sozusagen. Und die war eigentlich für mich verantwortlich in der Betreuung. Und ich hatte dann selber mir diese komischen Rezepte da irgendwie zusammengebastelt. Und in meiner Erinnerung habe ich nicht gesprochen.
was ein großer Konfliktpunkt zwischen uns war, weil ich habe dann halt die Tomaten oder die rote Beete, ich habe die halt geschält und kleine Würfel geschnitten und dann sagte Marisol immer so, sag doch mal, was du da machst. Und ich dachte, ich mache Fernsehen und kein Radio. Ich meine, da sieht doch jeder Schwachkopf, dass ich hier gerade eine rote Beete, warum soll ich das erzählen, dass ich eine rote Beete würfel? Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Auch so dieses, ich war ja richtig schon ein bisschen lustig. So, aber das habe ich, weil und ich weiß noch, dass wir, wenn wir Einspieler gedreht haben, ich war der Meister der Halbsätze. Ich habe keinen Satz gerade rausgekriegt, weil ich musste ja so, oh, hallo, mein Name ist der Melzer und ich würde gerne, keine Ahnung, Dorade kaufen oder Kabeljau. Und das war, hallo, ich bin Melzer, Dorade. Und bin dann komplett, und dann sind wir dazu übergegangen, keine ganzen Sätze mehr zu machen, sondern ein Hallo, haben wir. So, dann, ich hätte gerne, haben wir. So, das nächste, das wurde dann zusammengeschnitten und das wirkte jetzt relativ flüssig. Wie gesagt, also meine These ist ja, dass es nicht die erste Aufzeichnung war, sondern dass es das Erste ist, was man dann ausgestrahlt hat. Und dann hat man die anderen so ein bisschen vielleicht auch noch mal später. Also jetzt verstehe ich auch, warum ich hier ins Museum soll. Ja, was ich interessant finde jetzt auch beim Wiedersehen, ist doch dieses, dass sie auch mich ständig als Zuschauerin beruhigen, dass ich das auch schaffen kann. Ja? Ja. Also dass ich sozusagen mit meiner Hausfrauenküche, ich koche gerne, aber ich koche jetzt nicht auf hohem Niveau, dass sie immer sagen, kein Problem, wenn die rote Beete nicht da ist, nimmst du halt was anderes. Und wenn man nicht genau weiß, wie lange es jetzt noch dauert, dann bleibt es halt noch ein bisschen besser drin. War das so der Zaubertrick, dieses so ganz low zu sein? Haben Sie sich da das so vorgestellt? Also die FAZ hier, der drollige Dollhase oder wie auch immer heißt. Dollhase sagt, ne? Ich nenne ihn mal Dollhase. Also Dollhase heißt er, glaube ich, hat mal über mich geschrieben, ich würde die Küche proletarisieren. Und wollte mich eigentlich damit dissen, aber ich fand, das war ein Kompliment. So. Das ist doch eigentlich das, was Sie wollten. Ist genau einfach das, was machen ich und so, Leuten, mit den Händen da reingreifen. Also, ich habe eine eigene Erfahrung gehabt. Ich wäre ein sehr, 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 sehr guter Koch geworden, wäre ich meinen Karriereweg weitergegangen. Aber ich habe mich irgendwann von der gehobenen Küche distanziert, aufgrund von Atmosphären, Umständen, wie dort gearbeitet worden ist, wie der Umgang auch miteinander war. Ich war zu einer sehr harten Zeit in England unterwegs und bin dann aber auf jemanden gestoßen, wo ich auch Jamie Oliver dann kennengelernt habe und wo wir auch unsere Freundschaft aufgebaut haben, Gennaro Contaldo. Und dieser Gennaro ist ein Italiener, wie er im Buche steht, voller Herz, voller Leidenschaft, mit beiden Händen in der Teigschüssel drin, nicht mit dem Finger. Und der konnte das Restaurant nicht kochen. Das heißt, er hatte junge Köche wie mich oder Jamie oder andere Leute, die den Restaurantablauf sehr gut konnten, weil er nicht verstanden hat, dass wenn ein Lammrücken bestellt worden ist, dann hat er einen Lammrücken zu Ende gekocht. Und wenn in der Zwischenzeit ein zweiter bestellt worden ist, hat er halt erst den einen fertig gemacht und dann fing er mit dem zweiten Lammrücken an. Das schätzt der Gast ja sehr, wenn er lange warten muss. Das hätte dazu geführt, dass wenn du um 8 Uhr zum Essen kommst, morgens um 10:30 dein Essen bekommen hättest. Dafür waren wir da, aber er hat diese Leidenschaft, dieses eben nicht dezidierte, exakte, sondern er hat gesagt, Gefühl, Emotionen, achte drauf, die Lebensmittel geben dir viele Sachen vor, was du mit ihnen machen musst. Wenn da ein Grundprodukt ist, was einfach nur schön ist, dann lass es schön. Das ist halt diese italienische Einfachheit, warum wir diese Küche eigentlich auch alle so schätzen. Und mir ist halt aufgefallen, dass in der Darstellung des Kochens Komplexität immer so präsent war und dass viele meiner Freunde gesagt haben, dass sie nicht kochen können. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil, also ich sag mal, damals war ich noch etwas Testosteron gesteuert und habe noch so ein bisschen Unterschiede gemacht zwischen männlichen und weiblichen Kochen. Und ich das nicht verstanden habe, weil alle meine Freunde ab Mai gegrillt haben. Und Grillen ist für mich Kochen. Und dann habe ich gedacht, warum traut ihr euch das zu, aber warum macht euch dieser Herd so viel Angst? Was ein Grill ist, nur dass du da sogar die Temperatur kontrollieren kannst. Und dann habe ich so meine Didaktik für mich entwickelt. Ja, ja. Also dieses Kochen ohne Rezept ist ja auch so ein bisschen mit Ihnen gekommen. Und dieses, dass man eben wirklich sagen kann, wir gucken uns mal an, worum es geht. Und wir gucken nicht in so ein Kochbuch, obwohl Sie ja jetzt dann auch einige gemacht haben. Mhm. Aber spannend ist zu sehen, immer wie meine Kochbücher entstehen. Ich habe kein einziges Rezept im Kopf. Die Kochbücher, jedes einzelne Rezept ab dem dritten ungefähr. Bei den ersten beiden hatte ich noch jemanden an der Hand, der das professionell gemacht hat. Der hat sozusagen, ich hatte die Idee und er hat die Rezepte geschrieben. Danach sind wir dazu übergegangen, ich habe gekocht und jemand stand neben mir und hat das Rezept aufgeschrieben. Und das machen wir bis heute so, dass ich mag nicht jetzt drüber nachdenken, was ich in 3 Monaten koche und schon gar nicht, was irgendwie den Weg ins Buch findet. So, da gibt es 10, 20 Rezepte, die haben wir gut vorbereitet. Das ist teilweise Klassiker, die dann auch den roten Faden ein bisschen umschreiben. Und der Rest wird wirklich in dem Moment kreiert beim Einkaufen, weil mich ein Produkt anspricht. Hinten raus, weil vielleicht hier brauchen wir nochmal ein Geflügelgericht oder ein bisschen mehr Gemüse oder noch ein Pasta. Und ich koche und jemand schreibt mit. Und dann wird dieses Gericht nochmal nachgekocht.
Und wenn man merkt, dass ich dann doch heimlich dran rumgefummelt habe, also jeder Koch würzt ja hier und da noch mal ein bisschen nach und dreht dann die Temperatur doch noch mal ein halbes Grad runter. Und sobald das auffällig ist, fliegen die Rezepte raus. Ah ja, okay. Aber so ein bisschen wie, so, wie der Komponist, der keine Noten kann, sondern das sozusagen im Tun erfindet. Ja, also ich glaube schon, dass du für bestimmte Bereiche wirkliche Fachkenntnis benötigst. Also dass es auch gut ist, dass es Köche gibt, die Rezepte haben, weil irgendwo muss es ja auch niedergeschrieben werden. Aber ich würde dem ungelernten, intuitiven Menschen nicht weniger Bühne geben. Ja. Weil ich esse in den meisten Fällen besser bei Menschen zu Hause als im Restaurant. Sehr viel besser. Sehr viel ehrlicher, sehr viel schöner, sehr viel emotionaler. Und Emotionalität spielt bei mir eine große Rolle. Ja. Ich habe sehr viel schönere Essenserlebnisse, entweder mit einer Person, mit der ich essen war, oder aber von einer Person, von der ich Essenkredenz bekommen habe. Ich umschreibe das immer ganz gerne damit, ich bin professioneller Koch, Fernsehstar-Koch. Und natürlich bin ich in der Lage, mir belegte Brote zu machen. Aber irgendwie schmecken die Brote, die ein anderer für dich gemacht hat, die schmecken wirklich besser. Es sind dieselben Zutaten, dasselbe Brot, dieselbe Butter, dasselbe Ding. Aber weil es jemand anderes gemacht hat. Ja. So, und ich glaube nicht, und ich finde Autodidakten, Christian Rach, totaler Autodidakt. Ich kenne viele autodidaktische Köche. Und die kochen ein bisschen besser. Die kochen ein bisschen feiner, weil das, was wir lernen, ist ja ein Gerüst. Wir lernen ja sozusagen Vorgaben, wie es zu sein hat. Wir werden bewertet. Und dann bist du irgendwann in so einem starren System, dass du echt Schwierigkeiten hast, aus diesem System auszubrechen und mal links und rechts was Neues auszuprobieren. Es gibt so eine Sache, worüber ich mich immer wahnsinnig lustig mache, wenn wir Köche so tun, als ob Dinge, ach, niemals würden wir sowas machen. Gekörnte Brühe. Ich weiß, dass ich zu der Zeit... Ich habe hier ein bisschen Ravioli hingestellt. Ravioli aus der Dose. Ich weiß, dass ich sehr, sehr, sehr angegriffen worden bin und mein Ruf leidet bis heute drunter, dass ich in der Fernsehkochsendung gesagt habe, ja, dann so, nimmt gekörnte Brühe. Aber ich habe versucht, realistisch zu denken. Und ich kann doch jetzt nicht, nur weil ich dann irgendwie meinen halben Liter Geflügelbrühe brauche, kann ich doch den Menschen jetzt nicht zwingen, für ein Gericht, was 20 Minuten dauert, ihn erstmal 2,5 Stunden Geflügelbrühe zu kochen. Also das hat keinen Sinn gemacht für mich. Und ich habe ja nicht gesagt, es ist besser, aber es ist ein moderates Mittel. Und wenn ich dann jemanden damit bewegen kann, mit gekörnter Brühe frisch zu kochen, habe ich einen guten Job gemacht. Es gibt eine Situation, da habe ich eben bei Kerners Köche gearbeitet. Da stand ein Dreier neben mir, also ein Drei-Sterne-Koch. Und der hat da mit ganz wenigen Zutaten ein Gericht gekocht und ich habe das so probiert und ich so, oh Gott, ich bin nichts wert, ich bin ein elender Hund, auf die Knie mit dir. Also zu mir selber, weil der das war magisch, was der gekocht hat. So, und dann hat er auch seine eigene Butter mitgebracht und seine eigene Sahne und ich bin da halt wieder mit meiner Plastiktüte und ich habe gedacht, vielleicht sollte ich das doch ein bisschen ernster nehmen und war wirklich in einem stetigen Monolog der Begeisterung über diese Fingerfertigkeit des Kochs und mit wie wenig der was Tolles gemacht hat. Und dann sind wir in die Umkleide gegangen und CP, eine weitere eine Fernsehköchin, die Frau Poletto, die meinte jetzt so, jetzt kannst du auch mal Kameras auskriegen, kannst du auch mal wieder in den Griff kriegen. Ich meine, was heißt in den Griff kriegen? Ich bin begeistert, das ist irre. Und ist das jetzt dein Ernst oder was? Ja. Also unfassbar, Butter, Sahne, einmal links, rechts, bisschen Salz, Pfeffer und das war so, boah. Und dann sagt Digga, der bringt seine Butter mit, weil da hat er schon die Geschmacksverstärker reingearbeitet. Da ist das MSG drin. Also es wird überall getrickst. Und das habe ich immer versucht, so ein bisschen auch zu demaskieren und sagen, es wird bessere Köche als euch geben, aber euer Kochen ist nicht schlecht, dass man es nicht essen kann. Also es gehört dann so. Genau, das ist so die Beruhigung für mich zu Hause, dass ich das auch irgendwie so ein bisschen mitmachen kann. Und Kochen kann, hat was mit Erfahrung zu tun. Ja. Und wenn ich schon mit meiner snobistischen Arroganz viel auch in der kulturellen Welt, also Oper, klassische Musik etc., die stehen sich ja selber im Weg, weil sie sich als elitär betrachten, statt diese Welt zu öffnen für Menschen, die noch keinen Zugang haben. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich doch, wenn ich was aussende, dass ich auch auf einen Empfänger treffe, der was damit anfangen kann. Und wenn ich dann hin und wieder auch mal meine Sprache vielleicht einfacher gestalten muss, um ihn auf einen Weg zu bringen, der automatisch nach oben geht, dann bin ich mir dafür nicht zu schade. Wie ist Ihr Verhältnis zu Alfred Biolek gewesen? Ich meine, Sie sind der gelernte Koch, wir haben das jetzt so ein bisschen übersprungen. Sie haben richtig eine Ausbildung gemacht, Sie sind dann auch durch die Welt gezogen und so. Und ich erinnere mich eben noch, dass Alfred Biolek mit Alfredissimo ja auch große Quoten gemacht hat. Für mich war Alfredissimo eine Talksendung und keine Kochsendung. Weil also als Profikoch war das genauso wie jetzt Profiköche auf mich gucken. Ich bin auch keine Kochsendung, sondern für Profiköche. Wir haben uns hinten raus zum Ende seines Lebens haben wir Nähe aufgebaut. Ich glaube, er mochte das nicht, was ich gemacht habe, weil er
naja, schon doch eher auch der kulturelle Koch war, also durch seine journalistische Tätigkeit. Ja. Und ich glaube, dass er zu Anfang ein bisschen verächtlich auf mich runtergeguckt hat, weil ich wirklich der Hajo-Pai war. Also ich war ja wie Christiane F. vom Bahnhof Zoo in seiner Welt. So, ich war blasshäutig irgendwie, ich war spindelig. Ich war der Küchenpulle. Ich habe eine Sprache wie aus der Gosse gehabt. Ja. Ich habe mir so Dinge angebrannt, wir haben es drin gelassen. So, und also wir waren auch normal, dabei sind wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, weil wir mit derselben Leidenschaft für das eingestanden sind. Und wir haben uns hinten raus kennengelernt. Er hat damals eine Staffelübergabe gemacht, als er in Rente gegangen ist. Ich fand das keinen schönen Moment vom Sender damals, diese Idee. Hat er sozusagen den Kochlöffel an mich überreicht, als ich dann in der ARD anfing zu kochen. Ja. Wobei das zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind. Und ich persönlich, ich finde, dass Alfred Biolek eine große Fernsehpersönlichkeit war. Das weiß von legendären Essen, die er veranstaltet hat. Ich war nie zu Gast. Aber ich weiß auch, dass wir einfach einen Generationskonflikt miteinander auf Dauer gehabt hätten. Ne? Ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr, ich finde seine Sachen wirklich legendär toll. Aber es gehört auch nicht zu mir. Wir haben schon jetzt zweimal oder dreimal Kerners Köche bzw. Kerner kocht erwähnt. Ja, ne? Der hat ja nie gekocht. Der ja, das war ja eigentlich ja. Ist ja auch durch so einen Zufall entstanden, wie viele Sachen, die gut sind, durch einen Zufall entstehen. Ja. Eigentlich sollte in diese Talksendung George Clooney kommen, der hat dann abgesagt. Mhm. Und dann hat die Produktionsfirma gesagt, wir holen jetzt alles, was ein bisschen kochen kann, zusammen. Und es gab wohl zwei, drei Köche, die in der Sendung davor... Ja, so abwerten würde ich das jetzt nicht titulieren, aber ja, machen Sie ruhig weiter. Also wir holen die besten Köche der Nation, die zufälligerweise überwiegend in Hamburg wohnen. Wo das Ganze aufgezeichnet wird, holen wir zusammen und nehmen da fünf Kochinseln hin und dann wird so ein bisschen gekocht. Ja. Und das war ja ein mega Erfolg. Ja. So. Und wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Nach 10 Jahre sehen sich alle wieder. Und das gucken wir uns jetzt mal an für alle, die es damals verpasst haben. War ich dabei? Stell dir vor, das wäre noch gesalzen. Nicht so viel Salz. Nee, ist nicht gesund. Nein, nee. Der ist es so, wirklich. Also das ist Tim, sag mal, du hast ja schon probiert. Fisch nicht gesalzen? Nein, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir hier schon oft sehr viel Schlechtes gegessen haben. Und warte doch ab. Und oft war Rainer dafür verantwortlich. Aber ich kann mir diese Spitzen nicht verkneifen. Sollte ich auch nicht. Aber es ist wirklich extrem lecker und ich finde auch gar nicht zu wenig Salz, weil ich bin so jemand, wenn du die eigentlichen Aromen schmecken willst und den schmeckst du aus dem Fisch raus und es ist mild, es ist spielerisch, es ist leicht. Und es ist nicht und das Wasabi kommt so leicht. Halt doch mal den Sappel. So. Und es ist. Und man mag es kaum vermuten, trotz seiner Körperfülle tänzelt dieses Gericht nahezu. Meiner Körperfülle, das ist ein verkehrter Spiegel. Ja, das ist wirklich ganz großes Kino, toll. Anders. Was man sagen muss, der Wasabi, gell, den kennt man ja sonst so extrem scharf. Ja. Der unterstreicht nur das Aroma. Der ist wirklich sehr mild, sehr fein, sehr ausgewogen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ob ich mir für 100 Euro so eine Wurzel kaufen würde, um da einmal was drüber zu reiben, das finde ich jetzt... Es schmeckt den Wasabi nicht sehr. Ja, ist nur so ganz sauber. Bisschen schmeckt es schon. Ja, schön. Also jetzt habe ich es auch verstanden, weil das ist wirklich die Urbesetzung. Johann Lafer als Grand Sonnier. Ralf Zacher, eigentlich der erste von uns, Jungköchen irgendwie. Ein unfassbar kreativer und wirklich herausragender Koch. Und auch mit Sternen. Auch mit Sternen damals. Sarah Wiener, ich sag mal, die feministische biologische Nachhaltigkeitsköchin. Und Berlin. Ein Vorreiter für Berlin, kulinarisches Berlin-Mitte, damals schon gewesen. Rainer Sass, ein Mensch, der wirklich ins Fernsehmuseum gehört. Manchmal unterschätzt man die dritten Programme. Was die teilweise an Kreativität auf die Straße bringen, das ist unfassbar. Und Rainer hat über 40 Jahre schon diese Erfahrung gemacht und hat da eigentlich so viele Ideen für Formate, die heute existent sind, schon vor langer, langer, langer Zeit immer mal gehabt. Und ist auch so jemand, der will so geliebt werden. Naja, und dann halt mich noch dazu, der damals ein bisschen das Enfant terrible war, weil er sich halt nichts geschissen hat und einfach relativ sehr spontan aus der Kiste und einen liebevollen, provokanten Humor mit Menschen hat, die er mag. Also ich provoziere und beleidige nur Menschen, die ich mag. Ja, das habe ich gelesen. Das hat mich jetzt beruhigt, falls sie mich gleich irgendwie oder die über mir stehen. Also ich finde, von nach oben treten, das ist ein schöner Sport. Nach unten treten, das finde ich lächerlich und schäbig. Also was ich jetzt an diesem Ausschnitt irgendwie interessant fand und an dieser ganzen Sendung ist... Meine Haare. Auch. Die da auf einmal waren. Ja. Das ist krass. Ohne Türkei-Aufenthalt. Ja. Die sind aber nur länger geworden.
Aber auch, dass Kerner spricht sie auch relativ häufig darauf an, diese Rolle einzunehmen. Und das ist ja dieser Küchen, dieser harte Küchenjargon. Bei mir? Also dieser Bodycheck, dieses so mal irgendwie auch Lafer mal, sagt dann ja auch, naja, ein bisschen Salz wäre gut. Das ist auch so ein Sound, den man irgendwie von diesen Köchen so kennt. Kommt das aus der Küche? Ich weiß nicht, ob es nur aus der Küche kommt, weil ich kenne es vom Handball auch oder vom Fußball. Männer? Oder von, ich weiß auch nicht, ob es Männer sind. Aus dieser Energie miteinander was schaffen zu wollen und auch zu müssen, höchster Druck, da gibt es einen Anfang, das ist der Servicebeginn und ein Ende. Und bis dahin gibt es nur eins, das ist der Gast und das Essen. Da ordnest du dich unter. Und natürlich gibt es da mal hier und da den Kneifer und auch den Kommentar und das Ganze. Aber das, was da ist, und das funktioniert da hervorragend, was auch heute noch hervorragend funktioniert zwischen Tim Raue und mir oder Steffen Hensler und mir, ist es Respekt da. Weil wir wissen alle, wir haben denselben Stallgeruch. Wir haben einiges dafür getan, dass wir an der Kochstelle sind, an der wir gerade sind. Nicht Öffentlichkeit, aber wir wissen schon, wovon wir reden. Jeder auf seine Art und Weise, und das kann man uns nicht nehmen. Und ich finde das sehr toll. Warum soll man immer sagen, oh, bravo, 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 bravo? So, warum kann man nicht sagen, ja, ist halt zu wenig Salz? Es gibt eine Sendung mit Schubeck, die wir gemacht haben. Da habe ich mich mit Schubeck angelegt. Da war aber schon der andere, der Moderator hier, wie heißt er, der Lanz. Ja. Und da hat Schubeck fing dann an, auf einmal Modernist Cuisine zu machen. Also eine moderne Dekonstruktionsküche. Da kochst du irgendwas, pürierst das irgendwas, dann gibst da irgendein Alginat rein. Dann machst du eine aufwendig hergeformte Silikonform. Und in dem Falle war es eine Karotte. Also er hat eine Karotte gekocht. Dann hat er sie püriert, dann hat er sie abgeschmeckt, dann hat er sie in eine Silikonform gepackt, die 180 Euro gekostet hat, die eine Karotte dargestellt hat, hat das erkalten lassen, hat die Karotte rausgeholt und hat dann wieder was Grünes reingesteckt, damit eine Karotte auf den Teller packen kann, die aussieht wie eine Karotte und schmeckt wie eine Karotte, aber 14 Stunden Zubereitungszeit hatte. Das ist Wasser auf meine Mühle. Wie dumm kann man sein? Also ich meine, was für ein Nerd muss man sein? Warum kostet nicht einfach eine Karotte lecker? Ist doch geil. Also das hat für mich keinen Sinn. Und da habe ich ihn ein bisschen angezählt, immer von der Seite angeschossen, und dann haben wir uns so in die Haare bekommen, dass erst, also Lanz hatte mir dann irgendwann mal den Mund verboten. Ist das ausgestrahlt worden? Das muss ich unbedingt für unsere Sammlung haben. Es ist ausgestrahlt worden, allerdings sehr interessant. Also nach 25 Minuten bin ich aus dem Studio marschiert, ich bin aber wieder zurückgekommen. Ich glaube, nach 28 Minuten ist Schubeck wieder aus dem Studio rausmarschiert, ist aber auch wieder zurückgekommen. Allerdings mussten wir dann noch 20 bis 30 Minuten nebeneinander stehen, kochen und Geselligkeit zum Ausdruck bringen und totale Begeisterung. Und dann kann man eben sehen, wie verlogen manchmal Fernsehen ist. Die letzten 20 Minuten sind komplett zusammengeschnitten aus den ersten 25 Minuten, wo wir uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Okay. Weil wir haben kein Wort miteinander gesprochen, wir waren richtig garstig miteinander. Wir sind auch so, Kamera war so aus und dann so hingehen und dann leck mich am Arsch hier und alle raus und richtig Dampf in der Hütte. Umgekehrt habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt Metzler und Hensler sehe bei Liefern ab, dass das jetzt irgendwie, sie sind jetzt plötzlich so Freunde geworden. Ich bin ganz irritiert. Oh, einmal mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Ja, in die eine wie in die andere Richtung. Also man merkt schon, dass das Format, das irgendwie, das ist ja, muss man vielleicht den Leuten, die es nicht gucken, sagen, sie machen da so einen Lieferdienst und es gibt immer sehr überraschende Lieferungen, die sie abgeben müssen an Leute, die sie nicht kennen und die ihnen nur so beschrieben werden. Und dann kochen sie eigentlich gegeneinander. Also beide müssen jeweils Gerichte machen und die Kunden hinterher bewerten, ob das was das Bessere ist. Und erstens haben sie sich so symbiotisch aneinander angekocht, dass es am Ende dann immer unentschieden war. Und dann hat man eben auch das Gefühl, dass sie darüber so zu Freunden geworden sind, dass man als Zuschauer sagt, ach schade, jetzt zicken die sich gar nicht mehr an. Ist das irgendwie alles gespielt gewesen oder hat sich da wirklich was verändert? Sie kennen den doch bestimmt schon ewig. Wir haben eine ähnliche Verbalität. Wir haben eine ganz schön große Schnauze für das, was wir können. Aber wir können es auch einsehen, wenn wir es halt mal nicht ganz so gut abgeliefert haben. Und wir sind Platzhirsch. Und eigentlich ging es darum, wer ist jetzt der Geilste in Town? Und das konnten wir nicht klären. Und das wiederum hat uns gegenseitigen Respekt abgerungen. Weil ich schon wirklich dachte, als ich die Sendung angefangen habe, dass der richtig dumm ist beim Kochen. Und dann habe ich gesehen, dass der Typ kann irgendwas. Ich habe aber nicht verstanden, was. Und ich wusste, also habe ich Teriyaki-Soße. Habe ich dann zum Running One gemacht, weil ich konnte das Essen sah so kacke aus am Anfang. Und ich habe gedacht, wie kann der überhaupt für diesen Verkehrsunfall auch nur ansatzweise Punkte? Aber die Leute haben es immer gegessen und waren so, lecker. Und ich, hochphilosophisch, nachhaltig und wollte immer eine tolle Geschichte erzählen. Und es musste eine Authentizität haben und einen Gesamtrotenfaden und bla bla.
und bin damit auch nicht wirklich weitergekommen. Und da habe ich wirklich festgestellt, dass Steffen gar nicht so dumm ist, wie ich immer dachte. Wir haben viele Ähnlichkeiten. So, wir werden, ich glaube, nie Freunde, also nie beste Freunde. Das wird nicht passieren. Dafür sind wir zu unterschiedlich in unserer Lebensstruktur im Privaten. Aber ich halte ihn für einen ganz großen Unternehmer und ich halte auf einen ganz guten Kopf. Nochmal zu diesem Thema Authentizität, wenn wir es jetzt mal auf Feuilleton-Deutsch sagen wollen. Und zwar, ich sehe das immer, weil ich gucke viele Kochsendungen und ich sehe das dann immer. Vielen Dank dann, dafür. Ja, genau, ich bin Ihre Quote. Und dann greifen die Köche immer, in so ein Töpfchen und streuen ihn mit einem großen Aplomb irgendwie so Meersalz über alles rüber. Und ich denke immer, das passiert doch nur für die Kamera, weil man das Meersalz so gut sehen kann. Und ich denke dann immer, so viel Salz würde ich da nicht reintun. Ist das so? Sie haben es ja in der Sendung auch gesagt, dass da manchmal ziemlich viel Schreckliches bei rauskommt in diesen Sendungen. Oder schmeckt es wirklich, was Sie da so kochen? Also vielleicht sind wir deshalb Fernsehstar-Köche und Sie halt nicht. Ja, also aus vielen Gründen bin ich das nicht. Also natürlich, es gibt Bilder, die mache ich nur für die Kamera. Fernsehen funktioniert auch über Bilder und Sprache. Ja. Und am Anfang wollte ich nicht sprechen. Und deshalb, wir bedienen Bilder. Ja. So, das ist alles ein bisschen dramatischer. Ja. Das ist schon richtig. Ich habe irgendwann verstanden, dass Sie, dass Christian Rach Ihr auch Ihr Chef war, meine Zeit lang. Und ich habe den kennengelernt in der Teufelsküche. Das war so ein Format, in dem Christian Rach als ein ganz teuflischer, böser Küchenchef da war und arme Prominente, wie zum Beispiel Jenny Elvers-Elvershagen, dann dazu verdonnert hat, irgendwie für Gäste zu kochen. Was ich daran verstanden habe... Jetzt bin ich gespannt. Ja, was ich daran verstanden habe, ist diese ganze Küchenlogik, ja, die einem ja als Besucher von einem Restaurant gar nicht so klar ist. Also die Posten, dieser Druck auch, dem Gast irgendwie wirklich was geben zu wollen. Diese Härte, die es einfach auch nötig ist, damit die Dinge zur gleichen Zeit fertig werden. Und ich habe dann hinterher bei Rach der Restauranttester, ist er ja dann plötzlich so ein ganz freundlicher Typ. So, und das würde mich interessieren, wie fanden Sie das? Sagen, haben Sie das mal gesehen und wie fanden Sie das, erstens Ihren Chef da so zu sehen und dann halt diese Prominenten, die so tun, als wären Sie Köche? Also die Prominenten fand ich in Ordnung und Christian Rach war lächerlich, weil Christian Rach ist kein harter Hund. Bei dem Restauranttester wiederum hat er seine Kompetenz gezeigt. So. Ja. Und er hat Kompetenz und er ist ein guter Kaufmann und er ist auch jemand, der emotionale Kulinarik sehr gut beherrscht. Und eigentlich ist er auch ein sehr guter Lehrer, deshalb macht Restauranttester Sinn. Ich bin kein Freund davon, Leute in der Krise ihres Lebens vor die Kamera zu zerren, wo sie nicht genau, weil sie greifen nach jedem Strohhalm des finanziellen, manchmal auch des privaten Überlebens und wir tragen in den Medien auch wirklich eine Verantwortung. Deshalb nochmal, treten nach oben, auch eine Leidenschaft, treten nach unten, never ever. Und das war das Einzige, was ich an diesem Restaurant-Tester oder Restaurant-Helfer-Konzept nicht so gut finde. Ich habe lange für mich überlegt, was ich machen kann, um meiner Verantwortung auch gerecht zu werden. Und dazu gehörten definitiv keine Restaurants zu retten, weil, wenn man ehrlich ist, ist dieser Blick, den wir auf diese Form der Restaurants haben, nicht ein respektvoller. Es ging auch viel um Putzen, habe ich da festgestellt. Putzen ist Struktur. Das ist ein altes Mittel, das mache ich bis heute. Wenn es in der Küche nicht läuft, unterbreche ich den Service und lasse einmal durchputzen. Aber das ist einfach nur Ruhe schaffen. Das ist wie, einmal den Arbeitsplatz bereinigen, einmal das Chaos, auch das visuelle Chaos, einmal was Haptisches schaffen, wo du nicht nachdenken musst, sondern einfach einmal ganz kurz diesen Prozess unterbrechen. Also das klingt nicht so, jetzt müsst ihr putzen. Das macht schon Sinn. Gut, dann. Das war schon. Nee, das war es jetzt noch nicht. Ich wollte ganz gerne ich wollte das mal jetzt so ein bisschen sacken lassen, was Sie gerade gesagt haben. Es war ja irgendwie auch ein. Viel. War viel. Ja. Also, wir überspringen jetzt noch mal Kitchen Impossible, was ja eigentlich das Format ist, das Sie wirklich am besten, glaube ich, repräsentiert, weil Sie da Ihre Analytik und Ihr unbedingter Wille zum Gewinnen, auch Ihre Schadenfreude ein bisschen, wenn Sie Leute losschicken, von denen Sie dann das Gefühl haben, dass Sie das vielleicht nicht können. Ich würde aber jetzt gerne auf den Schwarzwälder Hirschen kommen, weil ich das Gefühl hatte, als ich das gesehen habe. Erstmal habe ich gedacht, was macht der Melzer da jetzt? Ja, dann ist man ja auch immer ein bisschen in Sorge, dass wenn Menschen mit Einschränkungen ins Fernsehen gezogen werden, dass das sowas... Da meinen Sie jetzt aber die Schüler, nicht mich. Ja, genau. sowas Ausbeuterisches hat oder so. Also das ist ja was, eine hohe Fallhöhe. Ja. Und es ist aber meiner Meinung nach wirklich sehr gelungen. Also ich muss ehrlich sagen, ich
werde selten rührselig beim Fernsehen, weil ich sehr viel Fernsehen beruflich schon. Aber dass das wirklich auch ein Format gewesen ist, was mich wirklich gerührt hat in der Art, wie sie das zusammen gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich Kitchen Impossible ist jetzt sozusagen die große Nummer. Da kann auch der Mensch, der Tim Melzer, der mal Hotelier werden wollte, damit er die Welt bereisen kann. Sie können da die Welt bereisen. Das ist alles toll. So, aber den Schwarzwälder Hirschen, da haben sie mich wirklich noch mal überrascht. Und wir können jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt sehen aus der ersten Folge, wo eben 13 junge Menschen, die Trisomie 21 haben und deswegen anders begabt sind, wie man zum Teil heute sagt, jetzt zusammenholt. Manchmal auch gar nicht begabt, auch das. Ja, also die irgendwie sozusagen mit ganz anderen Voraussetzungen zu ihnen kommen, auch ganz unterschiedlich alt sind, einige fast so alt wie sie, einige sehr jung, Männlein, Weiblein, kommen da in ein Internat und ein Kochinternat und werden von ihnen und einigen anderen ausgebildet. Und die Idee ist, dass am Ende die selbstständig eine Gastronomie führen können, was ja eigentlich erstmal ein Wahnsinn, also als Vorstellung ist das die Idee, dass das klappen kann. Richtig dumm. Dumm haben Sie jetzt gesagt, aber schon. Ja, ja. So, da ist ein bisschen Größenwahn, steckte, glaube ich, in dieser Idee am Anfang schon drin. So. Aber wir gucken uns mal an. Ich antworte noch nicht, aber. Genau, wir gucken uns mal an, wie der erste Tag war. Ja. Also pass auf, heute haben wir keinen großen Plan. Das einzige Problem ist, wenn wir jetzt nicht gemeinsam in der Küche irgendwas herstellen, gibt es heute nichts zu essen. Heute ist jetzt kein kulinarisches Konzept, sondern wir stellen uns mal in die Küche und gucken mal, uns gemeinsam Abendbrot zu machen. Also Brot, Wurst, Käse, ganz normal, wie zu Hause auch. Dann kochen wir ein Kartoffelpüree mit Bratwurst. Und dann machen wir noch so eine Art Zwiebelsauce dazu. Ist das okay? Ja. Ja, wollen wir damit mal anfangen? Bist du bereit? Okay, gut. Läuft. Ja, ein wunderschönes Format. Es ist mein White Album. Also inhaltliches White Album, allerdings aus der Konstellation aller Beteiligten. Wie ist es zu der Idee gekommen? Die Idee hatte in der Tat der Sender, ob ich an diesem Projekt teilnehmen möchte. Und ich dann so, weiß ich jetzt nicht so richtig, weil ich sehr vorsichtig bin mit Helfersyndrom im Fernsehen. Ich finde, da haben wir sehr viele gute, schlechte Beispiele dafür, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Allerdings habe ich eine große Affinität und eine große Nähe zu Menschen mit Down-Syndrom. Das liegt an meiner Kindheit. Wir waren eine Fünfer-Clique und einer von diesen fünf hatte das Down-Syndrom. Das war Bernie. Dann haben wir lange diskutiert, ob das wirklich so schlau ist, dass ich an so einem Format mitmache. Mache ich nicht die Aussage eigentlich von vornherein kaputt? Und es war eigentlich ein geskriptetes Format. Also es gab Vorgaben, so, es gab Zielsetzungen. Und es war in der Tat die Idee, ein Restaurant zu machen, das die selbstständig führen. Und ich kann schon mit Leuten ohne Lerneinschränkung in 3 Monaten kein Restaurant aufmachen, das sie selbstständig führen. Das ist lächerlich. Das ist ein richtig hochfiligran ausgearbeitetes Mikrosystem, also ein Restaurant. Also jeder, der sich hinstellt und sagt, ja, ich koche gerne, ich mache mal ein Restaurant auf, viel Spaß bei der Pleite. Ja, da kommt man dann gleich zu Rosinen. Da kommt dann irgendwann der Rosinen zu Besuch, weil ihr macht euch gar keinen Kopf, wie komplex diese Welt ist. Da ging es aber um den Begriff, es gibt Menschen, die das Down-Syndrom haben, unterliegen einem Begriff der Nicht-Ausbildungsfähigkeit. Das heißt, es gibt eine Behörde, die sagt, ihr habt das Down-Syndrom, euch kann man nicht ausbilden. Und das ab ist, in die Werkstatt. Und das ist verachtend. Menschen verachten durch und durch. Und wir haben dann gesagt, pass auf, lass uns ein Ziel setzen, was wir eventuell nicht erreichen. Vielleicht scheitern wir damit. Und als der Senderproduktion und alle Beteiligten gesagt haben, okay, da lassen wir uns drauf ein, habe ich dann auch zugesagt, weil ich finde, die Option scheitern ist keine schlechte. Und da war es eben diese Bereitschaft, nicht ein klares Konzept, sondern gerade bei Reality TV bin ich ganz vorsichtig. Ich habe da 1-2 schlechte Erfahrungen gemacht, wo schlussendlich ein Format ausgestrahlt worden ist, was mit der Realität nichts zu tun hatte und wo auch redaktionell sehr hart eingegriffen worden ist, um eine Geschichte zu erzählen, die nie passiert ist, um das Drama zu kreieren. Und da war mir ganz wichtig, dass wir uns nicht heiliger darstellen, als wir eigentlich sind. Also dass wir nicht, wir schaffen das nur, weil wir sind, sondern entweder schaffen wir es, weil wir es schaffen, oder wir zeigen, dass wir es nicht geschafft haben. Und dann zeigt es ja noch besser die eigentliche Herausforderung und die eigentliche Problematik. Also wir wollten zeigen, dass Menschen mit Down-Syndrom absolut in der Lage sind, einen Lehrberuf zu ergreifen, eine Leidenschaft zu haben. Nur, dass wir vielleicht, und das ist sehr oft das Thema in allen unseren Ebenen,
Sender- und Empfängergeschichte. Mhm. Wenn ich was aussende, was du nicht verstehst, nicht empfangen kannst, muss ich vielleicht mal überlegen, nochmal meine Art und Weise zu verändern, um das Wissen wirklich anzubringen. Und das zeigt dieses Format in einer unglaublichen Intensität. Also auch unsere Reise von André Dietz und mir, der selber ein betroffener Vater ist, nicht mit einem Kind mit Down-Syndrom, aber mit einer sehr schweren Behinderung, mit einem großartigen Kamerateam, die eine Art und Weise hatten, eben nicht voyeuristisch oder vorführend damit umzugehen, sondern ganz behutsam Situationen eingeatmet haben und sich eher so vorsichtig beobachtend für eine intime Situation. Wir hatten Sascha, einen Produzenten, der einen unfassbaren... Sascha Gröhl. Genau, der eine unfassbar, so ein traumhaft schönes Storytelling, der so viel, ich meine, wir haben unfassbar viel Material gehabt. Und der hat Situationen rausgepickt, die ich genauso empfunden habe. Und das ist so selten im Fernsehen, dass jemand eine Nicht-Situation sieht. Also es gibt da so viele, so großartige Momente, wo uns die Menschen, mit denen wir uns da beschäftigt haben, auch manchmal den Spiegel vorhalten. Nicht, dass wir schlechte Menschen sind, das meine ich überhaupt nicht, aber dass wir uns manchmal die Welt auch zu einfach machen. Und auch, wie sehr wir eigentlich in Schubladen hin und wieder mal denken, da sind wir oft erwischt worden. Wir hatten aber alle die große Leidenschaft, eben das zu verändern. Das war eine tolle Reise. Ich habe da sehr viel über Inklusion gelernt, weil ich das Gefühl hatte, dass Sie da sehr viel über Inklusion gelernt haben. Also die Frage auch zum Beispiel, wie man was jemandem dann erklärt. Ja, und da gibt es eine lustige Szene, dass Sie angefangen haben, mit Bildern zu arbeiten. Und dann gesagt haben, so geht Kartoffel schälen und dann gibt es eine halbe Kartoffel und dann gibt es so schöne Scheibchen, das ist so, wie man es im Kochbuch haben würde. Und dann haben eben ihre Köche gesagt, okay, das soll ich so machen, den Kartoffelsalat, ich muss da die Hälfte der Kartoffel in Scheiben schneiden und die andere Hälfte haue ich da so rein. Ja. Also nochmal sich sozusagen wirklich genau zu fragen, wie muss ich eigentlich kommunizieren? Ja. Dieses immer wieder an der Idee arbeiten und immer wieder sich zu überlegen, wie sieht es eigentlich aus der anderen Perspektive aus? Ja. Dass das eigentliche Geheimnis dieses Formates war. Es war die Mischung ein bisschen, ich glaube, meine Stärke in dem Format ist, ich bin relativ normal. So. Sie sind wahnsinnig zärtlich und freundlich zu den Kindern und zugewandt. Nicht immer. Also das ist ja genau die Mischung. Ja. A, bin ich ein haptischer Mensch, also ich mag gerne, weil da so die, das ist einfach mein Ding. Aber ich habe auch klare Grenzen gesetzt. Ich habe auch Gespräche mit denen geführt, habe gesagt, pass auf, wenn ihr von mir ernst genommen werden wollt, nimmt mich auch ernst. Es geht hier nicht nur um euch, das geht auch um uns. Und Inklusion bedeutet nicht nur, wir machen euch hier ein Zirkuszelt auf irgendwie und damit ihr euch wohlfühlt. Das bedeutet auch, ihr müsst was zurückgeben. Und zurückgeben bedeutet auch Respekt. Also es war eine, die war sehr übergriffig, hat mich immer angefasst. Ich mag es nicht. Ich möchte nicht von dir angefasst werden. Und lässt das jetzt bitte sein. Und die immer und immer wieder. Und der Sozialpädagoge hätte da gerne diskutiert. Ich habe gesagt, lass es. Es gibt eine Stoppregel und die ziehen wir jetzt durch. Und wenn du mich respektierst, kann ich dich auch respektieren. Wenn du keinen Respekt mehr zeigst, dann erwarte auch keinen von mir. Also das ist schon auch, wir haben ein bisschen das Leben. So, wie gesagt, wir lachen wahnsinnig viel über uns in diesem Format. Aber wir hatten auch ein großes Sozialpädagogenteam dabei, die auch uns davor beschützt haben, große Fehler zu machen. Also wenn wir vielleicht aus einer Ignoranz oder einem Unwissen heraus vielleicht doch mehr falsch gemacht hätten, auch da wurden wir stark beraten. Fachlich beraten. Genau. Also in der Situation. Ja, es gab eine Szene. Der Ausgleich miteinander, das war toll. Ja, es gibt auch eine Szene, die ich irgendwie sehr lustig finde, auch aus diesem Anfang, wo sie die Kandidaten überhaupt erstmal kennenlernen und dann sagt er irgendwie so, ja, nö, ich habe jetzt hier ich habe keine Sorge, es klappt doch alles super und dann sagen sie irgendwie, das macht mir jetzt Sorge. Also, ja. Das ist, aber es ist ganz toll zu sehen, wie die sie auch miteinander gefunden haben und das größte Geheimnis war eigentlich, dass wir die Leute entfernt haben, die am meisten caring sind. Die Eltern. Ja, genau. So, da haben wir festgestellt, dass auch wenn man eben sich sehr viel Mühe gibt, jemanden zu beschützen vom Leben, dabei auch sehr viel verhindert, viel falsch macht. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber da gibt es so einige Überraschungen auch am Ende für die Eltern, was aus ihren Kindern in diesen 3 Monaten geworden ist. Also weil die Eltern eben auch ihre Kinder beschützen wollten vor der harten Realität und da manchmal vergessen haben auch zu... Und das ist ein großes für die Eltern die Rede hier gerade, weil die haben uns auch schließlich die Kinder... anvertraut. Ja, ne? Aber das ist eben auch eine Reise gewesen, die wir miteinander gegangen sind. Ich weiß, da war ein Vater dabei, der wollte nicht, dass wir seiner Tochter sagen, dass sie das Down-Syndrom hat. Schwierig. Jetzt müssen wir mal Realität. Und dann, aber wie, das ist eine großartige Reise und es ist für mich zu Recht auch, und jetzt
Da kann ich ja wieder mal ein bisschen mit dem Grimme-Preis belohnt worden oder mit sehr viel Preisen. Auch mit dem deutschen Fernsehpreis? Weil wir da gezeigt haben, dass wir irgendwie ein Betroffenheitsfernsehen machen, ohne Betroffenheit zu zeigen. Wir waren sehr emotional. Mhm. Wir haben viel, also es ist wirklich ein Format, wo man wahnsinnig viel lachen kann, wo man aber auch wirklich manchmal die Tränen runterschlucken muss, weil das ist brutal, mit welcher Art und Weise die teilweise auch mit ihrer Welt umgehen, mit welcher Art. Für mich eines der schönsten, also wirklich, nicht weil ich dabei bin, ausnahmsweise mal, eines der besten Stücke Fernsehen, die in meinen Augen gerade in diesem Bereich, also generell, wenn es um so eine problemorientierte Fernsehen, vielleicht sogar eines der besten der letzten 10 Jahre. Ja. Also großartig. Also ich würde da mitgehen, also vor allem, weil es ja auch, Sie haben selber gesagt, es ist gescriptet, es gibt ja so viele Formate, die eben sozusagen das Ziel schon vorher definieren und auf vielerlei Ebenen verstehe ich total, warum Sie diese Preise gewonnen haben, weil es insgesamt sehr... Toller Sender, der gesagt hat, wir strahlen das auf dem erfolgreichsten Sendeplatz aus, den wir haben, also Höhle der Löwen, Vox ist bei mir der Sender, Viertel nach acht irgendwie, da setzt du normalerweise Quotengaranten hin. Und wir wissen alle in Deutschland, wenn die Wahrheit manchmal zum Vorschein kommt, wird gar nicht so gerne gesehen. Ja. Also das hat ja einen Abschaltimpuls, aber es war einfach, ja, toll. Bin ich sehr stolz, das mitgemacht zu haben. Ja, ja. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich da nochmal einen ganz anderen Tim Mälzer so sehe. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich finde schon, dass ich einer der einfühlsamsten und wirklich sensibelsten, ja, wirklich. Also das ist, die Emotion kann ja nicht immer nur an eine Seite ausschlagen. Und natürlich, wenn da jemand mich provoziert und mir irgendwelchen Bums dahinlegt zum Kochen und mich damit zum Scheitern und mir irgendwelche Situationen, ja, da kann ich auch mal ein bisschen anders sein. Aber wer genau hinguckt, sieht, dass ich insbesondere mit den Menschen vor Ort ein sehr gutes Verhältnis habe, dass ich mit Menschen, die einfach mal gar nicht so in unserer Welt eine Rolle spielen, dass ich sehr warmherzig bin. Ich bin Gastronom. Meine Aufgabe ist es, dir einen schönen Abend zu machen. Das kann ich nur, indem ich ein bisschen spüre, was du auch wirklich bedarf. Wenn ich in meinen Laden reingehe, dann kann ich in relativ kurzer Zeit feststellen, an welchem Tisch das gerade atmosphärisch nicht gut läuft. So, dass ich scanne den Laden und dann, ja, guck mal an, reden die nicht miteinander, weil die sich nichts zu erzählen haben? Oder reden die nicht miteinander, weil hier gerade der Abend richtig scheiße läuft? Dann gehe ich da hin und dann versuche ich, die Menschen abzuholen und versuche einfach rauszufinden, was es ist. Ich muss extrem einfühlsam sein. Ich muss extrem schnell sein. Ich muss Bedürfnisse wahnsinnig schnell erkennen, weil wir haben 300 Gäste essen und alle 300 Leute müssen mit dem gleichen Gefühl nach Hause gehen, dass wir heute nur für sie gekocht haben. Und das bedeutet eigentlich, dass ich sehr empathisch bin und sehr einfühlsam. Nur scheinbar, nur weil ich mal Pipi Kaka A sage, wird das nicht so sehr gesehen. Also ich bin immer wieder überrascht davon, dass gerade Leute da gesagt haben, ich hätte eine neue Seite gezeigt. Nee, das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Ich habe mich halt eher gefragt, ob Sie sozusagen diese Persona auch so bedienen müssen. Manchmal ist das Fernsehen ja auch so ein Gefängnis, dass es einen aus so einer bestimmten Rolle nicht rauslässt. Mhm. Und die Person, die ich jetzt auch bei der Vorbereitung auf diesen Abend irgendwie nochmal so, der ich nachgespürt habe, ich fand das zum Beispiel sehr beeindruckend, ich möchte es kurz nochmal sagen, dass Sie in dem Podcast, dem Gastro-Podcast, dann einmal Haya Molcho da hatten, kurz nach dem 7. Oktober. Und sie dann auch erzählt, dass sie eben angerufen haben und haben gesagt, ich habe jetzt hier irgendwie eine Freundin mit Köchin, da will ich jetzt mal wissen, wenn die aus Israel kommt, wie die das jetzt gerade findet, dass dieser entsetzliche Krieg losgegangen ist. Und ich glaube, dass es so eine Seite ist. Sie haben dann auch ein Special dazu gemacht und ich finde das sehr, sehr empfehlenswert, sich das anzuhören, weil es sehr differenziert auch ist. Und ich glaube mal, einige Leute würden sagen, das ist doch hier der Küchenbulle. Ja, und wären erstaunt darüber. Und ich finde sie aber irgendwie sehr, ich finde sie halt sehr reflektiert, sehr einfühlsam, genau was Sie gesagt haben, und habe mich gefragt, warum man das im Fernsehen manchmal auch anders sieht. Also dieses Wurm. Ja, ob Sie das spielen? Ist das was Sie spielen? Ich habe beides. Es sind immer Emotionen. Ich kann mich da ich kann mich nur wiederholen. Wir sind damit nicht identisch. Das ist jetzt meine. Warum man diese Facette von mir bislang und auch wird man auch nicht so viel mehr sehen? Also ich mache, es muss eine Sache sein, die was mit mir zu tun hat, die mich berührt. Wir versuchen gerade ein Konzept zu entwickeln für einen Nachfolger zum Schwarzwälder Hirschen, wo ich sage, was kann ich mit meiner manchmal profanen Sichtweise auf die Welt? Manchmal sehe ich die Probleme nicht. Manchmal ist es nur miteinander reden und die Hand reichen. Dann ist das Problem auch aus der Welt. Da arbeiten wir gerade an einer Idee, die mir sehr gut gefällt, aber die ist brutal komplex. Deshalb bin ich mir noch sicher, ob es realisiert wird. Was ich gesagt habe, einfach mal die Fresse halten. Nur weil ich bekannt bin, heißt es nicht, dass ich zu jedem Thema meinen Senf abgeben muss. Jetzt vermehren sich allerdings die Momente, wo es
glaube ich, schon wichtig ist, und Gott sei Dank sehen wir es jetzt auch gerade ganz aktuell auf der Straße, es ist Zeit, dass wir das Maul aufmachen. Es ist Zeit, nicht zu schweigen, zu vielen Themen gerade auf der Welt. Und auch da bin ich dann aber eher jemand, der gesellschaftlich sehr aktiv ist und sehr interessiert ist und versucht, Entwicklungen zu verlangsamen. Also sprich, das Kochen versucht, also es soll mehr gekocht werden. Es muss nicht jeder täglich zu Hause kochen, aber bitte vergesst das nicht, weil das Kochen ist ein Mittel der Kommunikation. Es ist eine Art und Weise, miteinander zu sein. Zeit miteinander ist was haptisch, ist was sensitiv. Es sind so viele schöne Facetten, die dahinter sind. Und bei der Haya-Geschichte auch. Das war, mich hat das erschreckt, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt der Meinung, das wird nie wieder passieren. Ja. Ich war, gehörte zu den Leuten, ach Quatsch, so schlimm ist das nicht. Und in dem Moment, krass, wir haben es gerade lichterloh auf unseren Straßen. Und ich habe es geschafft, das nicht wahrzunehmen. Und um da keine Fehler zu machen, weil dafür haben wir Vorbilder, muss ich die Fragen stellen. Was kann ich jetzt richtig machen? Weil ich weiß es nicht. So, und ich finde, dass jetzt gerade ganz aktuell auf Deutschlands Straßen sehr viel richtig wieder gemacht wird. Ja. Nämlich einfach zu sagen, es ist nicht eine Schweigen. Wir sind die Mehrheit. Und wir haben in den letzten 5 Jahren, insbesondere durch die Medien auch getrieben, in meinen Augen, angefangen, zu vielen Schwachköpfen eine Bühne zu geben, deren dummes Geschwafel ansonsten eher, ich sag mal, am Kneipentresen geendet werden. So, das Thema Shitstorm, Social Media, wo ich sage, Shitstorm, was denn? Da pupst einer rum, weil mein Steak kalt war und dann ist das ein Shitstorm, kriegt euch in den Griff. Warum? Weil so eine Nachricht mehr verkauft. Ja. Es gibt ein tolles Beispiel von mir, wo es wirklich auch fast geschäftsschädigend war. Ich kann das aber mit Humor nehmen. Bei Kitchen Impossible muss ich Essen analysieren und das dann anhand von mir organisierten Zutaten so originalgetreu wie möglich nachkochen. Und da war ich beim Hexer in der Schweiz. Das war ein Weihnachtsspecial mit Max Strohe, auch ein sensationeller Koch hier mit dem Toulouse-Lautrec aus Berlin. Und ich musste Kohle, also Kohlepulver, ins Brot rein, in den Teig reinmachen, damit das Brot schwarz wird. Halte ich generell für eine dumme Idee, weil ich versuche ja zu verhindern, dass Dinge schwarz werden, aber dann machst du das. Aber es war halt so. Und ich habe dann in der Rezeptur zu wenig Kohle hineingegeben und Bild hat dann am nächsten Tag, machen sie häufiger, dann einmal über die Sendung schreiben, was so passiert ist. Und die Titelseite war, das war Titelseite, ganz kleiner Bericht, Melzer zu wenig Kohle fürs Essen. So, und dann wurde aber hinten, auf der Seite 3 oder 4, wurde das Ganze erklärt. So. Ja. Und jetzt waren aber die stümperhaften, ich nenne es mal die Online-Journalisten, diverser medialer Netzwerke, haben dann, oh, alles klar, Melzer hat kein Geld mehr fürs Essen. Und haben dann wirklich so peu à peu das kopiert und wie Stille Post verfälscht. Ja. Raufgekommen bin ich da, weil ich bin in meinen Laden gegangen und dann standen Handwerker da und haben nicht gearbeitet. Weil sie Geld haben wollten. Sie wollten Geld von mir, haben Bargeld. Und warum? Ja. Weil ich pleite bin. Ja. Und dann dachte ich, hä, wieso bin ich pleite? Das heißt, aus dieser Schlagzeile von Bild, Melzer zu wenig Kohle fürs Essen, wurde über eine 10-fach Übertragung, aber ohne Recherche oder sich inhaltlich damit mal zu beschäftigen, dass ich pleite bin. Und das hat einer der Handwerker gelesen, hat gesagt, Chef, wir können hier nur noch für Bargeld arbeiten, ansonsten kriegen wir unser Geld nie wieder. Und das finde ich ja heutzutage generell, da werden in manchen Bereichen so viel Raum eingeräumt und dann wird wahnsinnig schlecht recherchiert und wiederholt. Und dann glaubt man den Leuten auch noch, dass es irgendeine Relevanz hat. Also deshalb bin ich ganz happy gerade drüber, wie es gerade läuft. Ich auch. Ja. Jetzt sind wir auch hier wirklich fertig. Ist das so? Ja, jetzt ist es so. Ich finde es. Fixe Nummer. Ich finde es wirklich sehr nett, dass Sie heute gekommen sind. Darf ich sagen, Sie haben eigentlich ein bisschen Zahnweh und ich finde es ganz toll, dass Sie trotzdem die Reise. Zahnweh habe ich nicht mehr, weil der ist ja weg. So, aber ich habe Kieferweh. Phantomschmerz. Ja, nee, genau. Ich hatte eine Kiefer-OP. Und ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, Sie auch persönlich kennenzulernen, weil ich verfolge Sie ja schon die ganze Zeit im Fernsehen. Mhm. Und ich nehme das jetzt auch mit, dass Sie sagen, Sie sind mit sich identisch, der sanfte Tim Melzer und der bisschen bullige Tim Melzer. Und so werde ich Sie jetzt wahrscheinlich nochmal anders sehen. Ja, aber Sie sind doch auch jetzt mal ganz ehrlich. Und das meine ich jetzt ein bisschen provokant liebevoll. Hier jetzt geht's los, Leute. Ja, jetzt geht's. Ja, aber genau. Sie machen jetzt so ein bisschen kulturell Feuilleton, in vielen Ausdrucksweisen in der Recherche. Aber Sie sind doch auch mal eine Drecksau. Also sind doch auch mal. Meine Frau hört zu. Ja, aber trotzdem, dann wird Ihre Frau das bestätigen können, dass Sie auch immer wieder mal eine Drecksau sind. Und ich meine ja nicht ausschließlich, Drecksau wird immer sofort. Weil mein Chef hört auch zu. Ist in Ordnung, es wird ja immer sexueller. Ich meine das gar nicht, aber Sie lassen es auch mal krachen. Sie sind doch auch mal unkontrolliert. Und Sie springen doch auch einfach mal nackig irgendwie, keine Ahnung, nachts in den Badesee und lassen baumeln, was baumeln geht. Also, wissen Sie, was ich meine? Also wir haben doch alle so viele Facetten in uns. Ja.
Und deshalb bleiben sie ja trotzdem seriös. Und ich bleibe auch weiterhin ein bisschen der Proll. Ich bin ein bisschen ein Prolet. Ich mag auch gerne mal. Warum? Weil ich merke, dass Leute auch hin und wieder an der einen oder anderen Stelle mal zusammenzucken, weil sie nicht zuhören. Sie hören was, aber sie hören nicht zu. Und deshalb wird das weiter so facettenreich weitergehen. Ich werde mich weiter. Herr Melcher, wie kommen wir da jetzt raus? Ich habe die ganze Zeit das Bild von mir im Kopf, wie ich jetzt nackt in diesem See. Sie moderieren jetzt ab und beehren Sie uns wieder nächstes Mal Ihre kleine Drecksau. Also, vielleicht wären das Ihre gängigen Worte.